Schönen guten Tag, liebe PlayStation-Freunde, und willkommen zur Vorstellung des zweiten PlayStation Plus-Titels im November 2017 für die PlayStation 4 und das Ganze natürlich auch wieder für PlayStation Experience, das PlayStation 4 und High-End Magazin. Ihr wisst Bescheid, unten in der Beschreibung sind sämtliche Links zum Magazin und wir testen jetzt Dungeon Punks. Das ist im Grunde so eine Art Side-Scrolling Dungeon Brawler RPG. So würde ich es jetzt mal bezeichnen. Nachdem ihr euren Helden gewählt habt, das habe ich jetzt alles mal übersprungen, ich bin dieser schneidige Ritter in strahlender Rüstung hier, brawlt ihr euch im Grunde durch den Dungeon. Das Ganze könnt ihr entweder mit zwei Freunden machen, sprich zu dritt, oder mit der KI als Begleiter. Und gesteuert wird das Ganze mit dem Digitalkreuz. Also der linke Stick ist hier für dieses Spiel nicht aktiv. Und während ihr auf den Gegnern rumhaut, ladet ihr Mana auf. Und das braucht ihr für Spezialattacken, wie eben diesen Wirbelsturm, den ihr zum Beispiel gesehen habt. Das verbraucht Mana. Dann gibt es auch noch irgendwelche Kombos. Zum Beispiel mit Viereck und X zusammen. Und ihr habt natürlich Loot, wie sich das für ein Rollenspiel gehört. Und damit sind wir mit dem, was ich über das Spiel weiß, auch schon durch. Das war's dann. So. Okay, bisschen Gold einsammeln. Geht ja auch im Grunde darum, dass ihr, neben der Tatsache, dass ihr das Spiel mal seht, auch mal meinen Ersteindruck so ein bisschen bekommt. Also meinen Ersteindruck von dem Spiel eben mitbekommt. Denn ich spiele das hier auch gerade zum ersten Mal. Und das ist ja auch Sinn und Zweck dieses Formates, dass euer erster Eindruck im Grunde auch mein erster Eindruck ist. Oder andersrum. So. Das hauen wir hier mal ein bisschen auf dem Zeug. Ich habe übrigens keine Ahnung, worum es hier in der Story geht. Keinen blassen Schimmer. Muss auch nicht wichtig sein. Geht ja darum, euch das Spiel mal gezeigt zu haben. Ah, da oben liegt noch irgend so ein Zepter. Aha, das ist ein Treasure. Okay, noch ein Treasure. So, links unten sehe ich da so eine Rage-Anzeige. Das wird wahrscheinlich dann so eine Art Super, Ultra, Mega-Move sein. Oder sowas in der Richtung. So, inspiriert ist das Spiel natürlich, das sieht man am Gameplay, durch solche Klassiker wie Golden Axe. Oder meinetwegen auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele in diesem Genre, Pirates of the Darkwater. Der ein oder andere kennt vielleicht noch die Zeichentrickserie. Und ja, es gab ein Spiel dazu, das eben genau so war wie das hier. So ein Side-Scrolling-Brawler. Allerdings ohne Rollenspielelemente. Also das war ein reiner Brawler. So ein Dungeon-Brawler. Und ich habe es geliebt. So, wir heilen uns einmal. Von solchen Spielen ist das Ganze natürlich ganz klar inspiriert. Obwohl ich sagen muss, ich finde die Steuerung ein bisschen hakelig hier. Ach, das war ein Boss? Okay. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich jetzt gerade gegen Boss kämpfe. Okay, hier sehen wir jetzt, wie viel wir von irgendwas geerntet haben. Also Seelen und so ein Kram. Dann Erfahrungspunkte. Wird hier quasi der Kassensturz gemacht zum Ende. So, ihr seht auch sehr schöne Artworks. Ne? Also mir persönlich gefallen die sehr gut. Ich gehe jetzt hier nicht weiter auf die Story ein. Wenn ihr das lesen wollt, müsst ihr kurz Pause machen. Aber ich lese mir das jetzt hier so im Einzelnen nicht durch. Ich will euch natürlich jetzt auch die Chance lassen, euch das durchzulesen, wenn ihr das denn wollt. Und deswegen lasse ich das jetzt hier immer so ein bisschen durchlaufen. A King's Ransom. Okay, damit haben wir den ersten Bereich beendet. So, wir gucken mal, was wir hier noch machen können. Wir haben den Shop. Rescorp. Get a fresh start.
Ah, okay, und hier sind wir jetzt im Shop-Bereich, oder was? Okay. The Windship really has everything you need. Bla bla bla, bla 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 bla. Okay, die sagt mir nur, was es hier gibt. Brother Ja. Oder Üha. Ah, okay, hier kann ich Sprüche lernen, beziehungsweise Fähigkeiten. Okay. Ah, okay, so funktioniert das. So, dann können wir hier für ihn auch noch was lernen. Ice Beam. So, und dann haben wir noch unseren Werwolf. Oder Werwitch. Eine Werhexe. Okay, als ob Hexen alleine nicht reichen. Jetzt ist es auch noch eine Werhexe. So, dann gucken wir mal, was wir bei ihr noch haben. Hier können wir Waffen. Equip your items. Ah ja. Okay. Ah, okay. Da unten sieht man auch auf der linken Seite, was für Statuswerte das Ding verändert. Wir legen mal das Ding an. Ich kann zwei Schilde anlegen? Okay. Ach so, er kann das Zepter tragen. Ach so, okay, nee, jetzt sehe ich gerade das. Switcht dann immer nach oben, was man gerade anlegt. Okay. Obwohl, der Schild gefällt mir eigentlich sogar noch für ihn ein bisschen besser. Ich gucke nur gerade, ob ich noch irgendwas verbessern kann. Oder irgendwas so weit verbessern kann. Ach, scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach mal zurück. Und dann können wir alte Items verkaufen. Das lassen wir jetzt einfach mal. Das ist jetzt für diese Vorstellung auch nicht wirklich wichtig. So, Captain Firelle. Ah, okay. Damit gehen wir dann weiter. Wir gehen mal in die nächste Area. Und gucken uns mal noch einen Kampf an. Select and place your party members into battle formation. Ah, okay, jetzt kann ich mein Team auswählen. Wir wechseln mal auf ihn. Okay, jetzt spielen wir einen anderen Helden. Man kann also jedes Mal vor dem Start einen anderen Helden auswählen. Ah, okay, jetzt steuern wir tatsächlich ihn. Und hauen jetzt mit unserem dicken und langen Knüppel auf den Monster-Gesocks-Viechern hier rum. Ich finde in der Tat die Steuerung noch ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, weil während man schlägt, kann man sich natürlich nicht bewegen. Weder nach oben noch nach unten. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Weil das natürlich dann das Movement so ein kleines bisschen einschränkt. Hier, und man kann sich zum Beispiel während des Schlagens auch nicht einfach umdrehen, um einen Gegner zu erwischen, der plötzlich hinter einem steht. Das geht nicht, da muss man immer den Schlag loslassen. Und dann gibt es so eine kleine einen kleinen Moment, in dem man überhaupt nichts machen kann, weil er gerade noch dabei ist, die Waffe quasi wegzustecken oder runterzunehmen. Und in der Zeit ist man praktisch schutzlos. So. Hier haben wir auch nochmal wieder was gefunden. Für den Rage-Mode. So, gehen wir einmal weiter. Oh, wer bist denn du, hübsche Maid?
Ach, Captain Firelle ist das. Bla 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 bla. So. Ah, okay, jetzt kann ich auch nach unten. Ah, ich hab's gerade gesehen. Ich wollte gerade weg. Und da haben sie mich dann geschlagen und ich konnte nicht flüchten. Aua! Hässliches Mistvieh. Was war das eben? Also das artet hier allerdings jetzt auch so ein kleines bisschen in völlig wildes Gekloppe aus. Select a new what? Oh, mein Held ist gefallen. Wir müssen jetzt hier einfach mal... Ah, scheiße, ich habe gerade in die falsche Richtung geguckt. Einmal bitte heilen, damit ich hier nicht aus den Latschen kippe. Ey. Hier ist was zum... Ah, da fliegt eine Axt. Kann ich ihn irgendwie wiederbeleben oder so? Ist das sofort wie ein Boss? Der hält so viel aus. Okay, kann ich jetzt irgendwie meinen Pick Potion? Ah, jetzt kann ich ihn heilen. Okay. Alles klar. So funktioniert das gut. Wissen wir das auch. So, das Ding lassen wir mal. Und gehen wir jetzt hier rüber. Es gibt also auch ein Quest-System. Okay. Accept Quest. Ist erstmal egal, was wir machen sollen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Eine Truhe mit Gold. Gold ist immer Gold. Gut. Emergency Exit. Ach, scheiße. Wir machen es jetzt einfach mal. Okay. Ach, damit war es das mit diesem Level. Okay. Ja, das war jetzt ein sehr kurzer Spaß. Aber ihr habt jetzt auch mal gesehen, was das ist in diesem Spiel. Ich denke mal, sehr viel mehr brauche ich jetzt hier tatsächlich auch nicht zeigen. Weil das bringt nicht wirklich was, weil eh alles immer das gleiche ist. Und von daher können wir noch mal kurz bei ihr reingucken, was wir Neues gekriegt haben. Oh mein Gott, da brauche ich mich jetzt nicht weiter mit befassen, zumindest nicht in diesem Video. Deswegen, also wie gesagt, das ist so ein Ding für Freunde von typischen Dungeon Brawlern. Die Rollenspielelemente sind zwar auch vorhanden, aber rein gameplay-technisch richtet es sich natürlich in erster Linie an die, die solche Dungeon Crawler eben mögen. Und da muss ich sagen, macht es echt Spaß. Es ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass diese Figuren so eine leichte Trägheit haben in der Steuerung, vor allen Dingen im Kampf. Ist es mitunter ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das kriegt man relativ schnell rein. Da kriegt man schon irgendwie ein Feeling für. Und dann läuft das auch. Und hier soll es das jetzt gewesen sein. Wie gesagt, die, für die das was ist, auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ich finde es im Grunde ganz witzig, auch wenn es mich jetzt nicht wirklich so geflasht hat. Aber muss ja auch nicht jedes Spiel schaffen. Von daher, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Wir sehen uns hoffentlich gleich im dritten Video wieder. Bis dann, ich verabscheue mich.